Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es mal um die Überwinterung der Musa Dajiao oder Dajiao. Jeder spricht es wahrscheinlich anders aus, wie es ausgesprochen wird, keine Ahnung genau. Und zwar hat die jetzt ihren ersten Frost weggekriegt. Darauf habe ich gewartet, weil ich mal gucken wollte, was die so aushält gegenüber einer Musa Basio. Und wie man sehen kann, ist jetzt so die ersten Fröste in der Banane drin. Wir hatten so minus 3 Grad. Und auf jeden Fall will ich die draußen ausgepflanzt überwintern. Das ist meine erste Überwinterung der Musa Dajiao oder Dajiao. Deswegen ist das der erste Versuch, ob man die auch so gut überwintern kann draußen wie die Musa Basio. Und die werden wir jetzt einfach mal hier einpacken. So, dann schneiden wir mal hier die ersten Blätter ab. Was ich auch dann gerne mal dazwischen unten mit als Mulchschicht nehme. Schöne Blätter. So, jetzt gucken wir mal hier unseren Pfad, den wir ja gemacht haben schon. Von der Höhe her, ja, würde ich noch was wegnehmen. Damit es auch wirklich gut geschützt ist. Schauen wir hier. Jetzt sieht man mal hier, wie es von drinnen aussieht. So, dann machen wir jetzt hier das Drahtgestell hier drüber. Dass die Pflanze hier alles schön mittig ist, dass schön um die Pflanze genau gleich viel Laub jetzt reinkommt. So. Immer mal ein bisschen nachstopfen und leicht andrücken. Nächste Tüte. Ein bisschen mehr. Wie man sieht, geht hier schon eine ganze Menge Laub rein.
der Sack war voll. Noch ein bisschen stopfen. Oben guckt es immer noch raus, das heißt, wir brauchen immer noch Laub und auf jeden Fall bis hier hoch ordentlich machen. Sieht man halt, das Laub ist jetzt schon ein bisschen länger, lag das. Deswegen hat es schon so leicht angefangen. Aber das ist nicht schlimm. So, ich würde sagen, dann hätten wir das soweit. Hier haben wir die Ecke was. Und dann kommt noch ein bisschen Folie drum. So, dann haben wir hier unser Stück Luftpolsterfolie. Können wir jetzt hier ein bisschen rumwickeln. Anfang finden. Die hat jetzt hier alles schön verdreht. Gehen wir hier wieder nach oben. Jetzt hier oben alles zu machen.
am besten rein. Ein Klebeband holen. Nicht mehr viel getroffen. Hier so drüber, einmal hier so drüber, gucken, reichen wir noch mal, oder ist jetzt alle, das nehme ich knapp, reicht, nehmen wir einmal so drumherum noch, wenn es reicht. Ansonsten müssen wir eine neue Rolle holen. Auch das hat gereicht. Gucken wir jetzt hier oben nochmal ein Stück drüber machen. Fertig ist eingepackt. Wenn man will, kann man jetzt vielleicht noch hier so ein paar Holzpfosten irgendwas reinschlagen, damit das jetzt nicht so doll wackelt. Aber normalerweise soll das halt. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr wissen wollt, wie es weiter ausgeht damit, dann auf jeden Fall abonnieren, dranbleiben. Dann schauen wir nächstes Jahr, wenn wir es wieder auspacken, ob die Musa Dayao das alles überlebt hat. Bis bald.